Das ist ja... Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz her. Oh, ja. Ein Mehrzweckadapter als Verbindungsstück? Mhm. Dann ist die Waffe also austauschbar. Waffe. Alles voller Schrammen. Sag mal, du haust mit dem Ding wohl auch ordentlich zu, was? Oh ja. Naja, manchmal schon. Aber solch große Schockwirkungen halten doch die Knochen nicht aus. Ach, Knochen. Oder doch. Hier, dieser Zylinder absorbiert die Stoßwirkung. Verrate mir bitte, wer das konstruiert hat. Warum willst du das wissen? Was interessiert es dich? Ein alter Bekannter. Wo auch immer er jetzt sein mag. Warte mal kurz. Die Geräusche. Fertig. Blendet da einfach mal ein anderes Video ein. Oh, Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Iso lautet mein Name. Hallo, Iso. Ich arbeite schon lange an der ultimativen Waffe. Bislang aber leider erfolglos. Doch mit deiner Hilfe sollte ich einen großen Schritt vorankommen. Diese Chance muss ich einfach nutzen. Hört mal, könntet ihr mir einige Materialien aus der Umgebung beschaffen? Aber sicher doch. Klar. Aber lass erst mal ein bisschen quatschen. Ich stamme eigentlich aus Junon, aber dort haben sie diverse lästige Vorschriften. Und auf der Suche nach einem Ort, wo man nach Lust und Laune Waffen schmieden kann, hat es mich hierher verschlagen. Die abgelegene Lage macht die Materialbeschaffung nicht gerade einfach. Aber die Werkstatt kann sich sehen lassen, oder nicht? Die Arbeit sieht grobschlächtig aus, aber sie ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Der Konstrukteur war vermutlich Experte in einem ganz anderen Fachbereich. Ja, genau. Das sind nicht die Ideen eines Waffenschmieds. Nein, nein. es ist mein ganzes Leben arbeite ich schon an ihr. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ich kann nicht einmal sagen, welche Art Waffe es werden soll. Mhm. Ich habe da schon so eine Vorstellung. Okay, wenn es nur um die Beschaffung von ein paar Materialien geht, helfen wir dir. Bisschen Silikon. Ich danke euch. Ich habe eine Karte mit Orten angefertigt, an denen es Materialien gibt. Sie liegt im Schuppen. Vergesst nicht, sie mitzunehmen. Okay. Packst du doch noch weiter weg. Und damit herzlich willkommen zu Final Fantasy VII Remake. Nee, Rebirth. Was versprochen? Rebirth. Und? Bin ich mal gespannt, was das jetzt gibt? Dass der sich so in meinen Arm verguckt hat. Die meisten Leute tun so, als sehen sie ihn nicht mal. Genau, und achten eher auf die anderen Dinge. In der Tat. Und ich bin auch zahmer geworden. Mhm. Früh. Oh ja, bist du. Okay, dann... Ja, hätte ich den einfach angeschnauzt, ihr meine verpasst und fertig. Wieso früher? Na, weil alles, was vorbei ist, zu früher zählt. Komische Hintergrundgeräusche, da brüllen irgendwie Kinder, hört ihr das? Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich struggle immer noch so ein bisschen mit der Grafik. Also ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was ich hier alles schon bearbeite. Weil das ist irgendwie... Also es sieht schon wesentlich geiler aus wie vorher. Und die Gegend ist auch echt toll. Und die Viecher. Und das ist richtig schön. Also es hat wirklich was von Urlaub. Und die Musik ist so positiv. Also es ist wirklich richtig cool. Wirklich cool. Auch wenn ich finde, wie das mit dem... Das Licht ist irgendwie zu natürlich. Ne? Im Dunkel zu dunkel und im Hellen zu hell. Okay, jetzt haben wir die Ecke mal noch. So, dann lasst uns mal... Okay.
Ich denke mal, jeder, der das schaut, weiß bestimmt definitiv, dass das Remake, der erste Part vom Final Fantasy VII, Wiederaufbereitungsspiel ist von der Neuveröffentlichung, wie auch immer, Überarbeitung. Und Rebirth Teil 2. Aber es endet nicht mit Rebirth. Ich bin gespannt. Weiß man zwischenzeitlich, wie der dritte Teil heißt? Weil es soll noch, einen dritten Teil dann geben. Frage ich mich natürlich schon, wie der dann heißt. Weil wir haben Remake schon, Rebirth. Was gibt's denn noch mit Remastered könnte noch sein. Oh, hallo! Ein Baby-Chocobo! Und ihr wisst, was jetzt kommt? Wo bringt er uns wohl hin, ha? Huh? Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr eine Ahnung habt, warum wir plötzlich einen kleinen Baby-Chocobo gefunden haben. Zu spät. Jetzt heben wir noch diese ganz schwere Stange auf. Ja. Und zack, zack. Belohnung, eine Feder. Mit diesen Federn können wir im Shop dann Sachen kaufen. Okay. Ich glaube, wir haben in der Region... Nee, haben wir noch nicht. Ah, okay. So, dann lasst uns die Gegenden hier mal noch zu Fuß erkunden. Fast runtergefallen. Okay, da haben wir unsere erste Reisestation vom Chocobo. Und gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Jetzt heißt es natürlich mal wieder Gebiet erkunden. Das ist leider... Also ich finde es... Also Spieltechnik macht Spaß, aber ich weiß einfach bezüglich Zuschauen, es ist anstrengend und ich sag's glaube in jeder Folge. Also wenn ihr da mal eine verpasst habt, ist nicht schlimm. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Das natürlich auch so ein bisschen abarbeiten ist, ne? Jedes Gebiet, wieder aufs Neue, wieder überall die Funktürme, die Quellen des Lebens. Dann gibt es in jedem Gebiet auch eine Esther. Esper? Meine ich. Da haben wir noch eine Aussichtsplattform mit einem Schatz. Jo! Dann lass mal dahin. Schaut mal. Voll cool. Aber... Krasses Vieh. Chimara Mimik. Das übernimm du. Jetzt geht es rund! Zack! Andere! Juhu! Wie ist das? Gib alles! Oh, in den Kopf! Hey. Ja. Richtig! Wie ist das? Okay. Niemand ist das etwa! Weiter geht's! So, das war's schon. So. Da hüpft noch schnell was beiseite. Ihr springt auch. Voll schön. Okay. Riesigen Kohldampf. Ich hoffe, ihr seht noch was. Bei mir wird es gerade schwierig. Okay.
Und da sind wir. Oh. Gongaga. Gonga-Pilze. Und gleich so viele auf einmal. Mhm. In Midgar kosten die ein kleines Vermögen. Aber hier wachsen sie überall. Verstehe. Oh. Oh-oh. Was habt ihr hier zu suchen? Aber du... Was ist? Vergiss es. Hab dich mit jemandem verwechselt. Oha. Ein hübsches Gesicht? Scheint hier schon alles zu ändern. Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und was ihr hier wollt. Wie Mitglieder des Forschungstrupps seht ihr nicht aus. Wir wollen den Reaktor sehen. Besichtigen, meine ich. Psch. Verstehe. Oh. Dann willkommen in Gongaga. Ich bin Sisney, Chefin der Jugendwehr. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber wir bewachen das Dorf. Zurück auf eure Posten. Ma'am! Okay. Ach, wieder so weirde. Von dem Hügel aus könnt ihr den Reaktor gut sehen. Da ist auch die Gedenkstätte. Besten Dank! Hier lang. Okay. Bisschen schwierig, wo rennen wir jetzt hin? Okay, laufen wir eher hinterher. Unser Dorf ist ein ruhiger und friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Die Natur ringsum schützt uns. Allerdings sorgt sie auch dafür, dass wir kaum Besucher bekommen. Ich weiß nicht, wann sich zuletzt jemand hierher verirrt hat. Dann sind so eine Gruppe fescher junger Leute, ist dann natürlich hochinteressant. Fesch. Wo kommen denn diese Worte her? Wer benutzt solche Worte, ne? Oh Gott. Okay. Nach 20 Sekunden hat es selbst Yuffie kapiert. Vielen Dank. Was ist das? Vor 3 Jahren ist der Reaktor hier explodiert. Oh nein. Die Anlage war hoffnungslos veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Oh je. Typisch Shinra wieder. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet. Sieht denen gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt, nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Ja. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern! Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Nutzt es ruhig. Okay, cool. Na, das Angebot nehme ich gerne an. Ein Zimmer für alle. Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Eine Pause würde dir auch gut tun. Oha. Die Gonga-Pilze hier wachsen wild. Man kann so viele sammeln, wie man will. In Midgar sind sie eine teure Spezialität, oder? Mögt ihr Pilze? Ich jetzt nicht so. Hat er sich einen hübschen Platz ausgesucht? Okay, hier möchte jemand mit uns sprechen. Hallo. Pilze zu erkennen ist eine Kunst. Nimm zum Beispiel die Giftpilze, die dem Gonga-Pilz exakt gleichen. Ich und meine Nase können sie aussortieren. Aber du? Gelingt dir das auch? Erkennst du, welcher davon ein Gonga-Pilz ist? Oha. Ich vermute mal, der vergammelte, oder?
Ist doch leicht. Natürlich der mittlere. Leider falsch. Der sieht nur so aus. Der Verzehr ist zum Glück nicht tödlich. Man bekommt nur einen unansehnlichen Ausschlag. Wenn du es mir nicht glaubst, kannst du es ja gerne mal ausprobieren. Oh ja. Der Boden hier fühlt sich gut an. Fast so, als würde das Leben selbst aus ihm sprießen. Ich will euch heute etwas über die Geschichte unseres Dorfes erzählen. Und zwar über ein trauriges Ereignis, das immer noch seinen Schatten über uns wirft. Ihr kennt ja unseren Makro. Man darf hierbei wirklich nicht vergessen, in diesen Reaktoren arbeiten ja Menschen. Na, und wenn so ein Reaktor explodiert, dann entschärft es natürlich auch, oder dann? Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Nichts. Gar nichts. Was ist ein Pilaf? Was ist denn das bitte? Du kennst das nicht? Mm-mm. Das ist Reis, der mit Brühe aufgekocht wird. Am besten probierst du das mal selbst. Ich bin mir sicher, dass es dir schmecken wird. Okay. Weiß ich nicht. Okay, vielleicht schmecken die Pilze anders als unsere Pilze, aber... Pilz? Ich weiß nicht. Ich meine, so asiatische Pilze sind ja meist... schmecken ja meist anders. Oh mein Gott! Der Klang des Klaviers sorgt für Erholung und Entspannung. Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Dorian bricht erstatt und hältst eine Belohnung, wenn du Rang A erreichst. Das sind schon unsere Themen, die wir schon haben. Der Weg zur musikalischen Erleuchtung ist steinig und schwer. Doch es lohnt sich. Ich hoffe, dass du unseren Verein auch weiterhin mit deinem Talent und deiner Hingabe tatkräftig unterstützen wirst. Ich frage mich nur, verfolgt er uns oder gibt es da mehrere? Ich glaube, es gibt mehrere, oder? Es sind irgendwie so 5 Sechslinge. Dann schauen wir uns das mal an. Ist auch kein Wunder, dass wir nicht so gut spielen können. Unsere Finger, die drücken ja automatisch immer 2 Tasten gleichzeitig. Das ist ja ein Mini-Klavier. Gott. Okay. Musikstück auswählen. Ah ja, okay. Chino de Chocobo müssen wir jetzt spielen. Gott, klappt mal, ich mach das zum ersten Mal. Oh Gott. Okay. Okay. Oh. Fuck. Ja, alles klar. Ja, ist klar. Nein! Chat. Mann! Da. Ist das fies? Und dann noch so lange. Oh Gott. Okay. Scheiße. Das hat geklappt. Okay. Mist. Also, ey, ich wollte gerade sagen, gar nicht so schwierig. Krass, das war gar nicht so schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Also, für ein erstes Mal? Hallo? Ich bin richtig stolz. Richtig gut geklappt.
Hört sich gut an. Shit. Schimpfwortkasse wird gefüllt. Okay. Darf der Fernseher auch nicht zu groß sein? Also kann man das ja gar nicht mehr überblicken. Mist! Also, oh nein! Shit! Okay, nicht zu weit davor sitzen, also, ne, schön weit hinten. Dann ist es auch besser für die Augen. Cool. Ach Gott. Jetzt schaffen wir den. Ich bin jetzt zuversichtlich. Da. Kombo war gut. Ja! Super! Cool! Puh! Cool, 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 cool. S-Rang. Lass mal S-Rang sein. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, dass du uns in unserer Sache unterstützt und der Welt die Schönheit des Klavierspiels näher bringst. Ich hoffe, dass sich unser Verein auch weiterhin auf dich verlassen kann. Oh ja. Solange ihr weiterhin so tolle Stücke habt. Natürlich, 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 natürlich. Ihr Kinder des Planeten, okay. Denn es geht um unser aller Zukunft. Die Wälder und Wälder um Gaga herum sind seit jeher voller Reichtum. Okay, hier geht's nicht rein. Dann schauen wir uns hier die nächste Stadt mal an. Also es ist ja eigentlich wirklich eine Liebeserklärung an das alte Spiel und die haben das wirklich 1:1 umgesetzt und mehr draus gebastelt, gerade die Minigames. Die gab's die meisten. Okay, hier gehen die Türen doch auf. Oh. Cloud! Was geht denn da ab, meine Liebe? So haben wir uns es aber nicht vorgestellt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.